Ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen kleinen Let's Play-Reihe. Und zwar dieses Mal ist es das erste MMORPG, was ich auf meinem Kanal mache. Und zwar handelt es sich um The Elder Scrolls Online. Die Online-Variante einer sehr, sehr, sehr beliebten Rollenspielreihe. Und ich dachte, da stürze ich mich auch mal rein. Als erstes alleine, quasi das Tutorial, werde ich alleine bestreiten und später die großen Abenteuer in der großen weiten Welt werde ich mit der liebreitenden Nani Nougat bestreiten. Schön wird's werden, hoffe ich. Also ich verspreche mir viel von The Elder Scrolls Online und ich will jetzt auch nicht wirklich lange reden. Ich werde mich jetzt einloggen und einen Charakter erstellen, was ich im Schnelldurchlauf durchlaufen lasse. Und dann geht es danach fromm fröhlich mit dem Intro weiter und dann dem Spiel. Also ich wünsche mal viel Spaß und gute Unterhaltung. Bis gleich. So, und der Charakter ist fertig gebaut. Die Freundin sagte, der sieht aus wie Jon Snow aus Game of Thrones. Das ist mir aber dann auch tatsächlich erst aufgefallen, nachdem sie das gesagt hat. Da hat sie tatsächlich recht. Irgendwie so ein bisschen. Und mir gefällt der Charakter tatsächlich ziemlich gut. Also, ich bin recht angetan davon. Mal gucken, wie er sich so im Kampfe schlägt. Ne? Ist ein Nordmann. Ne, die sind ja bekannt für ihre Hau-drauf-Fähigkeiten und so. Und ja, legen wir einfach mal gleich los. Ne? Erstellen wir den guten Mann und stürzen uns ins Getümmel. In die Elder Scrolls Online. Und bitte. Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise.
Und da sind wir auch schon mit meinem kleinen Nordmann. Ne? Doravan, so nennt er sich, oder besser gesagt, so habe ich ihn genannt. Und könnt ihr euch bewegen? Ich wurde gefragt, ob ich mich bewegen kann. Bin ich voll dabei, mich zu bewegen? So, und da fällt mir auf, ich muss meine Mausempfindlichkeit mal ein bisschen umstellen. Das mache ich mal prompt. Oh, da ist jemand. Wer ist das? Der Prophet. Rede ich mit dem guten Propheten. Ganz langsam. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Was geschieht hier? Wer seid ihr? Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Und doch auch so viel mehr. Ich bin sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Ich bin die Verzweiflung und die Hoffnung. Das Gespinst, das wir weben, besteht aus vielen feinen Fäden. Ihr könnt nicht darauf hoffen, seine Muster in ihrer Gänze zu erkennen. Noch nicht. Was wollt ihr von mir? Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Ihr müsst aus dieser Zelle entkommen, euch bewaffnen und euch schützen. Sucht dann nach Lyris Titanenkind. Lyris Titanenkind? Wer ist das? Ich verstehe nicht. So, verlasst die Zelle. Mache ich auch sofort. Wir fliehen. Lasst mich eure Tür öffnen. Schnell, ihr müsst entkommen, bevor die Wachen zurückkehren. Ja, ich entkomme gleich, muss aber erstmal trotzdem die Maus etwas dingsen, die Empfindlichkeit ein bisschen höher drehen. So, machen wir auch mal auf 60. So. Ich sehe, läuft. So, kann ich das hier mitnehmen? Käse nehme ich mit. Käse ist immer gern genommen. Was haben wir hier noch? So, ich werde auch oft aus der Ego-Perspektive spielen, weil ich habe auch anno dazu mal Skyrim in der Ego-Perspektive gespielt und das werde ich wohl auch zum größten Teil hier fortsetzen. So, aber sieht schick aus soweit. Was haben wir hier? Okay, sprinten kann ich auch. Sehr schön. Ausdauer verbrauche ich dabei auch. So, da laufen Leute lang. Was sind das für Leute? Also ist das hier, was ist das? Eine Jungfrau kann ich durchsuchen. So, oh, ein Dietrich. Nehme ich. Dietrich kann nie schaden. So, hier allgemeiner Folterkeller. Sieht nicht besonders einladend aus. So, hallo, guter Mann. Der ist schon des Todes. Es gibt Waffen in der Schmiede jenseits dieser Zellen. Bewaffnet euch. Tja, wo soll ich mich denn bewaffnen? Wäre gut zu wissen. Hier laufen seltsame Echsenviecher lang. So, Seelenberaubte. Klingt nett. So, wo finde ich jetzt Waffen? Aber erstmal, hier ist noch eine Jungfrau, die räume ich nochmal aus. Daedra-Fetzen. Na, das klingt sehr einladend. So, ich nehme an, hier finde ich keine Waffen. Nee. So, gehen wir mal wieder in die Ego-Perspektive. Nein, ich gehe wieder in die Third-Person-Perspektive. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ich bin so unentschlossen. Mann, das wirkt aber schon stimmig, das Ganze hier. Ach, und was bin ich für ein schmuckes kleines Kerlchen? So, die wurden hier frittiert oder gedünstet. Ne, eher gedünstet. So, ich laufe jetzt einfach mit. Nehmt euch etwas zur Verteidigung. Seid nicht gierig. Wir müssen viele Gefangene ausrüsten. Ich schnapp mir ein Schwert, nehme ich, und ein Schild, nehme ich auch. Es ruckt gerade etwas, kann an meinem Aufnahmeprogramm liegen. Vielleicht sollte ich das mal wechseln bei Zeiten. So, ich werde jetzt mich mal ausrüsten. Wie mache ich das? Alt schließen. Okay. Denn ein weggeworfenes Eisenschwert
nehme ich. Zack. So, drückt linke Maustaste, um einen leichten Angriff aufzuführen. Haltet linke, um schweren Angriff auszuführen. Haltet rechte Maustaste, um eine defensive Haltung einzunehmen und Angriffe zu blocken. Oh, da kannst du auch Spezialangriffe unterbrechen. Das ist ja fetzig. So, meine Maus lahmt etwas. So, ich bin ein Meister des Schwertes. Müsste ich bloß noch wissen, wie man die zieht. Ah, okay. Weiß ich Bescheid. Legen wir los. So, wie sieht denn das aus der Ego aus? Genau so will ich das sehen. Okay, es wird aus der Ego-Perspektive gespielt. Erstmal. Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Was macht ihr hier draußen? Wie ihr flüchte ich von diesem Ort. Aber weil ich schon eine ganze Weile hier bin, hat mich die Große gebeten, neueren Gefangenen dabei zu helfen, sich zurechtzufinden. Die, die man fängt, werden gehäutet. Traurigerweise beendet das ihr Leiden nicht. Seelenberaubte können nicht sterben. Die Große? Die Halbriesin Lyris, Titanenkind. Sie führt diesen Aufstand an. Ich weiß nicht, warum sie hier ist. Aber für die Seelenberaubten ist sie ein Geschenk der Göttlichen. Seelenberaubte? Wir sind die Überbleibsel all jener, deren Seelen geraubt wurden. Vom Gott der Intrigen. Ich wage es nicht, an diesem Ort seinen wahren Namen auszusprechen. Die Seelenberaubten sind in Kalthafen auf ewig zur Sklaverei verdammt. Oder zumindest so lange, wie wir noch von Nutzen sind. Sehen sie alle aus wie ihr? Je länger wir hier bleiben, desto weniger bleiben wir ganz. Unsere Körper siechen dahin, unsere Haut verdorrt. Und irgendwann wird unser Geist immer verdrehter und wir verlieren jeden Bezug zur Realität. Die ältesten Seelenberaubten sind vollkommen wahnsinnig. Wir nennen sie die Wilden. Ach, die Wilden sind die Bösen, da spare ich mir mal die Frage. Meine Maus lahmt, das ist ein bisschen ärgerlich. So, warum sehe ich nicht wie der Rest von euch aus? Das werdet ihr schon noch. Ihr seid ein Neuankömmling, ja? Die Neuankömmlinge haben noch mehr freien Willen und mehr Kampfgeist. Aber das bleibt nicht so. Das tut es nie. Im Lauf der Zeit, nach ungezählten Jahren vielleicht, werdet ihr auch wild werden. Es ist das Schicksal, das uns alle irgendwann erwartet. Ich werd kein Wilder. So, leb wohl. So, hier muss ich lang, nehme ich an. Die blutende Schmiede, das klingt auch sehr einladend. Ein Feind nähert sich. Tötet ihn! Mach ich. Komm, hau zu. Ah, da hat er mich erwischt. Der Kackstift. Zum Ausnutzen halten. Ah, verdammt, da hätte ich ein bisschen länger hauen können. Da kriege ich aber auch ordentlich an Kopf. Aber ich kriege ihn trotzdem klein. Mit der Zeit wird jede nicht getroffene Entscheidung eine Entscheidung. So, den Hammer durchquert weiter die blutende Schmiede. Ich zoome mal raus. Ich will doch mal ein bisschen aus der Third Person spielen. Ist ja auch ganz nett. Aber es ruckt. Ich muss eventuell mal das Aufnahmeprogramm demnächst wechseln. Das ist teilweise nicht mehr feierlich. Und weiter. Noch ein Feind versperrt den Weg vor uns. Tötet ihn schnell. Ich töte ihn schnell. Oh Gott. Der hat daneben geschossen. Lusche. Oh, da hat er mich erwischt. Oh, hallo. Geht es euch gut? Ich habe Kampfgeräusche gehört. Ja, Kampfgeräusche kamen von mir. Oh, meine Maus, Freunde. Es ist furchtbar. Ganz gar furchtbar. So. Und weiter. So, wer ist das? Das ist Lyris Titankind. Da, zu der muss ich doch, gell? So, gehen wir mal wieder in Ego-Perspektive.
Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Wer seid ihr? Eine Mitgefangene. Ich heiße Lyris. Lyris, Titankind? Mir wurde gesagt, ich soll nach euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Eine seltsame Gestalt ist in meiner Zelle erschienen. Ein alter Mann in Lumpen. Der Prophet. Er hat zu euch gesprochen? Was hat er gesagt? Er sagte, unsere Schicksale wären miteinander verwoben. Ha, das klingt in der Tat nach dem Propheten. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Ich höre seine Stimme immer noch in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Ich werde euch helfen. Okay, dann hauen wir mal auf die Moppen, jute Frau. Also, erreicht die Türme der Augen. Das kriegen wir hin. Das machen wir flott. Hauptsache, meine Maus spielt mit. Das wäre ärgerlich, wenn nicht. So, gute... Ah, nein, die spielt nicht mit. Ich kann nicht nach oben gucken. Und auch nicht nach links und auch nicht nach rechts. Das ist doch gerade ärgerlich. So, ich muss jetzt hier lang. Na, meine Maus hat gerade so ein bisschen den Popo offen. So, hier muss ich lang. Wir haben es geschafft. Kommt, die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Los geht's. Okay, dann geht's weiter. So, zieh schon mal meine Waffen. Oh, ich kann nicht richtig nach oben gucken. So, M, um Karte zu öffnen. Ich muss jetzt einmal dahin. Vernichtet einen Kalthafenwächter. Und dahin... Na... Da, vernichtet einen Kalthafenwächter. Gut, dann laufen wir mal die Türme hoch. Hier, weil da oben, da ist ein Kalthafenwächter. Und den schnappen wir uns. Ich ziehe schon mal meine Waffe. Oh, guck, da ist schon böser. Eine verwilderte Beraubte. Hier, ich schlag dich. Das ging gut. Oh, Eisenpanzerschuhe. Die kann ich eventuell ganz gut gebrauchen. Die ziehe ich mir mal über. So, das sieht ja schon schick aus. Lumpen an und Eisenpanzerschuhe. Schick ist es. So, Modewettbewerbe gewinne ich aber mit solchen Klamotten nicht. So, ist das auch ein Böser oder bist du ein Guter? Du bist ein Guter? Das ist nett. Du bist auch ein Guter. Sind das Spieler? Ich weiß es nicht. So, und den Schmutzfuß muss ich jetzt... Es ist Sauron. Ein blauer Sauron. Schick. So, was muss ich... Muss ich da jetzt draufhauen? Zerstören. Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Ja, du hast leicht reden, du alte Zippe. So leicht ist das hier alles nicht. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch. Der Gott der Gewalt. Nu hackt's aber. So, die Truhe ist schon leer. Oh, hier ist ein Böser. Oh, du hast die Enoch der Wanderer. Enoch.
Hat mir mein Gegner geklaut. Das war mein Gegner, du Schmutzfink. Nun geh mir mal aus dem Weg oder ich schneid dir durch. So, ich will auch mal einen tot machen. Komm, dich hier. Dem habe ich es mal gegeben. So, Eisengroßschwert. Das klingt schon schick. Weggeworfenes. Ah, das ist aber zweihändig. Das ist nicht so geil. Nee, ich nehme es mal mit, bleib aber mal bei meiner Einhandwaffe. Ich stehe auf Einhandwaffen. Weil irgendwie so zwei Händer, die sehen irgendwie so klobig aus. Ich hab's doch gerne kompakt und schnittig. So, die hauen alle Gegner kaputt. So komme ich doch nie irgendwie ein Level hoch. Okay, dann geht's jetzt hier hinauf. Weil da ist der nächste. Ach, ich muss die Zelle des Propheten erreichen. Dann bin ich hier völlig falsch. Natürlich bin ich hier völlig falsch. Das ist ja Vorführeffekt. Das passiert schon mal. So, muss ich jetzt einfach hier drauf los? Erstmal den... Mach ich kaputt. Fall einfach mal hin. Tot ist er. Was hat der? Der hat nur Gold. Gold ist gern genommen. Oh, meine Energie ist jetzt nicht besonders viel. Da sollte ich mal ein bisschen besser drauf aufpassen. Komm, machen wir nochmal Third Person. Das ist fetzig. Was bist du für einer? Egal. Soll nicht weiter kümmern. So, da sind wir. Hermamoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. So kommen wir nie hinein, das ist nicht cool. Dann rede ich nochmal mit Lyris. Titanenkind. Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn weit irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Lasst uns diesen Catwell suchen. Ja, den machen wir das. Ach, guck mal, süß, ein Zwerg. Naja. So, dann geht's jetzt hier zu Catwell. Machen wir das so. Oh, ich finde das voll hübsch. So, wieder in die Ego-Perspektive. Gegner sind hier jetzt gerade keine in der Nähe. Oh, doch, da. Kaputt mache ich's. Oh, da hat man mir aber noch einen mitgegeben. Das hätte eben auch böse ausgehen können. Ah, Eisenaxt. Ich bleib beim Schwert. Schwert, obwohl, warte mal, wie sind denn so die Werte? Schaden 10. Ah, meins haut genauso rein. Das kann ich vielleicht verkaufen. Ich bleib erstmal hierbei. Ich mag mein Schwert. Ist zwar nur Secondhand-Schwert, aber... Wen kümmert's? Bin ich hier richtig? Nein. Natürlich nicht. So, wo muss ich hier? Muss ich hier? Ist jetzt Catwell irgendwo. Ah, da. Springen kann ich so? Okay. So, Catwell. Guten Abend. Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen. So dann...